sau gut. Er kommt jetzt auch noch. Super. Au. Au. Der ist nicht ohne das Vieh. Ich sag's euch. Wie anstrengend ist euch schon, Leute. Komm an. Gott sei Dank. Jo, ich bin nicht im Kampf. Ich möchte meinen Stufenanstieg machen. Handeln. Klingt gut. Ist das gut? Mal gucken. I like. Wie gesagt, erstmal ja, ist echt viel bessere Effekte als der Rest. Deswegen spiele ich meistens Magier. Einfach der Optik wegen. Loppity-flop. Das ist immer noch das Coolste. Tot. Yep. Dann geht's weiter. Ist hier nicht zufällig mal so ein Händler unterwegs, dass ich mein Zeug loswerden kann? Wird langsam schwer. Ja, was macht denn ihr hier? Die laufen alle gegenseitig im Kreis. Super Knaller. Selten so viel gelacht. Ach, hier ist er. Au. Au, hast du langsam? Oi. Au. Der hat mich voll. Der hat mich voll. Weggerottet. Der hat mich voll. Weggenatzt. Habt ihr das gesehen? Das ging gar nicht. Ja, Kinders. Leute, echt. 5 Meter rutschen. Was machen die? Die lutschen sich gegenseitig ein, ey. Na komm her, Junge. Der ist nicht ohne, Fuzzi. Au, ich hab geblockt. Wo ist denn der? Da ist er. Oh, Junge, wisst ihr was? Warte, ich muss... Warte, jetzt. Wo ist denn der Typ? Ja, super, was bist denn du da hin? Ich muss hier meinen Super-Scheiß machen. Nee, kann er nicht. So, komm her, Jungen. Yo, F. Oh ja. Was ist das für eine Scheiße? Pass auf, das sind Sachen, die ich nicht anziehen kann. Hups, kann ich nicht anziehen. Hups, kann ich nicht anziehen. Hups, kann ich anziehen. Nicht anziehen. Kann ich nicht anziehen. Kann ich ebenfalls nicht anziehen. Wollt mich schon verarschen, ich hab dieses geiles Zeug, ich kann es nicht anziehen. Das ist so eine Verarsche. Sag's euch, so eine Verarsche. Wirklich beeindruckend, Kleine. Ich weiß. Ihr seid schon jetzt ein weitaus größerer Held, als ich es je war. Oder hätte es sein können. Für unsere Truppen ist der Weg hier zu Ende. Wir waren nie besonders viele und hatten zu große Verluste. Kydan und ich werden das Tor für euch halten, solange wir können. Aber Bale ist nahezu verlassen. Geht hinein. Stellt euch, Gadflo. Bringt es zu Ende. Das ist wohl ein Abschied. Ich bin gleich zurück. Guter Plan. Ich verspreche, dass ich nicht sterben werde, wenn ihr es nicht tut.
Sorgt einfach dafür, dass Gutflow aufgehalten wird. Wenn euch das gelingt, prophezeie ich euch eine Zukunft, in der wir uns an einem gemütlichen Feuer einen genehmigen und uns Kriegsgeschichten erzählen. Vertraut mir, ich bin ein Schicksalsweber. Eine, der nonstop besoffen ist. Das sind gute Aussichten. Gut, dann schnappe ich mir das hier. Ja, die haben voll gechillt, na, während des Kampfes. Die haben sich da, weiß nicht, Ringepieps mit anfassen. Keine Ahnung. Ganz schräg. Ganz schräg. Und dann gehen wir jetzt auf zu Gutflow oder was? Weil die kommen ja jetzt nicht mehr mit, die Leute. Ich meine, die haben keine Lust oder was? Keine Zeit. Mal gucken. Hier sind ja schon viele. Oh, wir sind in Bale. Alin Shir, was hast du mit Ventrinho gemacht? Bitte entschuldigt, dass ich nicht in der Lage war, an der Schlacht teilzunehmen. Ventrinho hat mir ein wenig Schwierigkeiten bereitet. Ihr habt Ventrinho getötet? Er hat mich angegriffen. Es war nur eine Frage der Zeit, dass ihn seine Gier überwältigen würde. Je näher wir Bale kamen, desto besessener von Tiernoch wurde er. Und davon, genau wie Gutflow, über Tiernochs Macht zu gebieten. Deshalb musste er aufgehalten werden. Und deshalb müssen wir uns auch über unsere Mission unterhalten. Unsere Verräter, wird auch Zeit, dass ihr das erzählt. Ich war mir nicht sicher, ob ich euch vertrauen kann. Ihr seid nicht mehr dieselbe, die ihr einst wart. Unsere Zeit wird knapp. Ich erkläre es euch unterwegs. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Ja, dann folge mir unauffällig, solange du mir nicht hier irgendwas in den Rücken piekst, ey. Ich kämpfe an eurer Seite, genau wie in den alten Zeiten, bevor ihr gestorben seid. Das ist ein Ende. Oh. Was wäre er denn schon wieder? Flatsch. Au! Diese Viecher sind unberechenbar. Tricks. War der verbuggt? Das ist dein Ende. Dann mach doch mal ein bisschen Schaden, Mensch. Mein Inventar ist voll, ich kann nichts mitnehmen. Schön. Find scheiße. Jetzt, was soll ich jetzt machen? Konsumgut. Irgendwelche lustigen Tränke mir reinschmeißen. Einfaches Schlangengift, ja super. Ach, ist das ein Dreck. Ich gucke jetzt nicht mehr in die andere Sache, weil stell mir vor, da ist irgendwas drin, was ich gerne mitnehmen würde. Aber nicht kann, aus irgendwelchen ominösen Gründen. Achso, ich vergifte jetzt alle. Das ist ja cool. Au, au, au. Das ist cool. Guck dir das mal an, Alter. Wie viel Schaden ich jetzt mache? Ist ja nicht normal. Als sich Gutflows Armee erhob, erkannten wir Tiernochs verdorbenen Einfluss. Nur eine Macht wie sie konnte Wesen der Ewigkeit wie die Feien vergiften. Und so fiel es euch zu, nach Alabasta zu gehen, Tiernoch aufzuspüren und sie für alle Zeiten einzusperren. Erbärmlich. Dann bin ich dort gestorben, oder wie? Ich kann nichts mitnehmen. Wenn ihr Tiernoch nicht aufhalten könntet, würde sie ihre Lakaien benutzen, um vollständig aus ihrem Gefängnis zu entkommen. Und dann wäre die Welt ihr neues Spielzeug. Ihr musstet es versuchen, auch wenn die Schicksalsweber sagten, ihr wärt zum Scheitern verdammt. Als ich euch in Dalentart fand und begriff, dass ihr wieder ins Leben zurückgekehrt wart, war ich mir nicht sicher, an wie viel ihr euch erinnert. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass ihr unsere Geheimnisse bewahren würdet. Ich hatte darüber nachgedacht, euch auf der Stelle zu töten. Es war nichts Persönliches. Ihr hättet dasselbe auch mit mir gemacht. Stimmt nicht. Oh, lass mich doch mal mein Zeug machen. Ich. Stirb, du Viech. F. W.
Ja. Ah, lala. Also ich müsste schon vorher anfangen zu drücken. Ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Juhu. Als ich erkannte, dass ihr das Schicksal ändern könnt, wusste ich, dass ihr unsere einzige Möglichkeit seid. Also habe ich euch geholfen, eure Mission, Tier noch aufzuhalten, fortzusetzen. Auch wenn ihr sie vergessen hattet. Mir ist jedoch im Laufe der Zeit klar geworden, dass ihr nicht mehr dieselbe Frau seid wie vor eurem Tod. Ihr seid mehr. Ihr seid besser als die herzlose Kommandantin, die ihr einst kannte. Siehst du, ich bin nicht mehr herzlos, ich bin nett. Voll nett. Als ihr das letzte Mal hier wart, wart ihr dazu bestimmt zu sterben. Dieses Mal liegt euer Schicksal allein bei euch. Hab ich keine Lust zu. Arsch. So, fertig. Leute, ich brauche mal irgendwie hier ein bisschen... So ein Typ mit Ausrüstung wäre nicht schlecht. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Mission endlich abzuschließen. Es muss schwer für euch sein, so vieles auf einmal zu verarbeiten. Aber ich muss sicher gehen, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wer ihr seid und was ihr tun müsst. Es hat sich vieles verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Diesmal wird es nicht so leicht sein. Und ihr seid schon beim letzten Mal gestorben. Ich denke, ich bin... Was ist hier noch? Wer war ich? Unsere Aufgabe war es, hier noch vor der Welt verborgen zu halten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Aber als Gadflo sie fand, wart ihr diejenige, die sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tier noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen, und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren. Aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Was ist hier noch? Ach, sie ist eine Kreatur mit unermesslicher Macht, ein Drache. Aber sie ist nicht einfach nur eine Echse aus irgendeiner Kindergeschichte. Ihre Macht kommt der von Göttern gleich. Vor tausenden von Jahren wurde sie hier in Amethyn von den alten Alpha zwischen dieser Welt und der Welt der Magie eingesperrt. Und dort ist sie wahnsinnig geworden. Als ihr Gefängnis im Laufe der Zeit jedoch schwächer wurde, war sie in der Lage, Gadflo zu verführen. Er sollte ihr helfen, genügend Macht zu sammeln, damit sie sich befreien konnte. Und wenn sie wirklich vollständig entkommt, wird dies das Ende allen sterblichen Lebens bedeuten. So wird sich Tier noch für zehntausende Jahre der Gefangenschaft rächen. Aus diesem Grund widmen Leute wie ihr und ich ihre Leben der Aufgabe, Tier noch vor der Welt verborgen zu halten. Ich denke, ich bin bereit. Wenn ihr nur denkt, dass ihr bereit seid, seid ihr nicht mehr dasselbe aufgeblasene Miststück, mit dem ich früher gearbeitet habe. Sorgt einfach dafür, dass ihr es dieses Mal nicht wieder vermasselt. Ihr könnt nicht darauf hoffen, noch ein drittes Leben zu erhalten. Und es wäre eine Schande, die Frau zu verlieren, zu der ihr geworden seid. Ihr scheint mich zu mögen. Was seid ihr? Eine vernarrte Halbwüchsige? Wenn ihr unsere Zeit damit vergeuden wollt, mich sehnsuchtsvoll anzustarren, werde ich uns diesen Ärger mit Freuden ersparen, indem ich euch gleich jetzt die Augen rausreiße. Um unsere Welt zu retten, muss Gadflo sterben und hier noch eingesperrt werden. Und da ihr die Einzige seid, die das vollbringen kann, wäre es vermutlich besser, wenn ihr etwas sehen könntet. Und jetzt rein da mit euch. Und versucht euch nicht erneut umbringen zu lassen. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Sie wollte nicht flirten mit mir. Super. Ihr begreift es nicht, oder? Hallo, Gadflo. Die Macht hier noch, ja. Zurück in dein Grab! Au! 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 Ach du Axt, Alter! Das ist dein Ende! Hier ist der echte Gadflo. Auf ihn! Mit Gebrüll! Die Zeit ist gekommen. Ich muss nur kurz was einwerfen. Einwerfen! Au! Ich mal kurz den Typen hier. Kalt, der nervt. Dein Ernst?
bleib einfach stehen. Und blocke. Wo ist denn der Typ? Ach, da vorne. Komm her, du Peniskopf. Ach, hier noch kann nicht. Hier noch kann nicht. Komm her. Das ist der echte. Aha. Klatscht ihn. Klatscht ihn mehr. Stoller. Der muss sterben. Ja. Ja. Alles nicht hier. Quatsch mit mir. Wenn Gutflo nicht hier ist, muss er sich irgendwo tiefer unter der Erde verstecken. An irgendeinem Ort, der näher an der Quelle des Prismeer liegt. Wir müssen näher an dir noch ran? Das war schon fast zu einfach. Ihr müsst nicht versuchen, mich zu beeindrucken, wisst ihr? Nicht mehr. Außerdem wird unsere Zeit knapp. Welchen Pakt Gutflo auch mit dir noch geschlossen hat, er beginnt sich für sie auszuzahlen. Und wenn das geschieht, wird die Welt ihren Zorn zu spüren bekommen. Jetzt muss ich zu Terra? Wir sind ganz nah. Ja, lass uns gehen wir. Gehen wir, ja. Ich folge dir, unauffällig. Tiernoch wird tief in Amythyn gefangen gehalten. Aber ihr Gefängnis wird immer schwächer. Ich seh's. Ich kann nicht hören, dass ihr wieder hier seid. So viel Leben. So voller Schicksal. Was habt ihr mir mitgebracht? Ich hab nichts mitgebracht. Ich kann Tiernochs Blick auf uns spüren. Na, lass sie doch gucken. Ihr habt eure Macht gut genutzt.